Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit Marc und Marc. Moin. Moin. Marc, oder kann einer erstmal den Drecher kurz besetzen? Ich würde hier mal einen kleinen Fehler beheben. Wir haben nämlich eine Mistplatte gebaut, die falsch ist. Und zwar haben wir die bei von Silos gebaut. Und nicht die bei Silo-Erweiterung. Ein netter Zuschauer hat jetzt nochmal bei Geek geguckt. Bei Guide Geek. Und da ist das nochmal beschrieben. Die bei Silos ist wohl nur zum Lagern. Und die bei Silo-Erweiterungen macht halt tatsächlich... Also da gibt es ja auch diese Info. Ein Misthaufen kann nur in der Nähe eines Stalls platziert werden. Und diese Platte... ist also haben wir das sozusagen richtig schön falsch gemacht. Ja, irgendwie haben wir das falsch gemacht. Ich würde jetzt aber nichtsdestotrotz die jetzt einfach hier hinsetzen. In der Hoffnung. Mit diesem Fehler müssen 45 Kühe einen halben Tag lang fressen und scheißen. Ist so, ne? Wahnsinn. Netter Vergleich. Ich will jetzt mal gucken. Was bei dir? Das wär's, oder? Das Tagesgehalt ja 55.000 Euro. Aufgabe, fressen und scheißen. Stehst du vor den Kühen? Los, scheiß und pisst! Los, los! Einziger Wermutstropfen, du wirst am Ende des Tages geschlachtet. Genau. Jetzt wirst du zum Weißwurst verarbeitet. Das gibt's ja nicht. Dann setze ich die jetzt hier hin, das müsste funktionieren. Gut, leider 12.500 Minus. Leider 12.500 Minus. Kann man nicht ändern. Ist wie es ist. War dir schon mit Ansehen angefangen? Nee, ne? Nein. Gut, dann bretter ich jetzt drüber, ja. Oder was hast du für Bedenken? Ich habe nur gesagt, dass, dass es schön ist, wenn wir am Ende der Nacht durch sind mit solchen Aktionen. Also wenn wir ein Feld abhacken können und nicht erst auf die nächste Kühe? Wachstumsstufe warten müssen. Kühe, ja. Drei Ställe. Drei? Drei. Oh, ich beeil mich. Kann auch einen machen. Ja. Das stimmt, das ist auch ein Argument. Wenn wir erst bei einer ersten Wachstumsstufe düngen, dann müssen wir das Feld so lange behalten, oder? Ja. Oder können wir fremde Felder düngen? Das geht doch, oder? Nein. Nee. Sicher? Ja. Ja. Mir war so, als... Hast du einen Stall gemacht, Marc? Das kannst du nur als Mission mitmachen. Nee. Gut, hab alle drei. Auch schon bald wieder hier Ende der Nacht. Okay. Junge. So, dann haben wir 30.000 Konto. Gut, gell? Und haben gerade aber das Feldstück gekauft. Dort. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch Großfelder hin und her kaufen müssen, halt, ne? Ja, da hast du recht. Ich würde eigentlich sagen, dass wir das nicht mehr müssen, oder? Also wir können jetzt anfangen mit Felder aufbauen. Ich würde halt nur das Stück hier wieder verkaufen. Da hinten, weil das Waldstück ist halt... Ja, aber erst ernten, ne? Ja, ja, klar. Ich stimmt, schon mal... das Waldstück ist nicht Teil der Gewinnbedingungen. Genau, deswegen. Ich fahre schon mal den Dünger hinter. Oh, 7 Uhr ist schon wieder Kühe. Alter, das ist aber auch... Boah. Also... Die haben wir alle schon wieder Gülle, ey. Das ist Hammer. Weil jetzt erstmal ernten und sammeln. Freut einfach. So. Wie geht's weiter? 70% in 3 Stunden. 8, 9, 10 Uhr. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen. Jetzt können wir erstmal ein bisschen was tun. So, schmeißen wir mal den Wald ran, fahren den auch gleich noch rüber. Also, gut, machen wir einen Cut, Leute. 9 Stelle.
That's it. Ich hätte gern noch einen 10. gekauft, bin ich ehrlich. Aber nein, hier ist der Cut bei 9 Stellen. Außer mein Team sagt jetzt, Manus, du kaufst definitiv noch einen Stall. Dann würde ich das vielleicht überdenken, aber ich würde jetzt hier tatsächlich einen Cut machen. Ich würde auch sagen, das sollte reichen. Nee, Kredit nicht anfangen. Bitte nicht. Wenn wir nämlich jetzt tilgen, Kredit geht gar nicht. Können wir in die Falle laufen, dass wir gar nicht genug Felder haben für die Kreditsumme aktuell. Und dann fallen wir in ein dickes Minus. Zweiter Drecher bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Nee. Nee, wir müssen aktuell gerade mal. Nee, wir sind eigentlich so gut bedient. Der Waldrak kotzt mich ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. Den würde ich eigentlich gern tauschen. Dankeschön, Ben. Den würde ich eigentlich gern tauschen, aber ja. Ist nicht zu ändern. Es lohnt sich auch noch nicht zu düngen. Fehlt noch eine Bahn. Lagerst du ein? Stroh? Ja. Ja, sehr cool. Natürlich. Gut, dann werde ich mir jetzt einen Traktor schnappen, werde den zurücksetzen. Welcher hatten? Haben wir irgendeinen mit wenig Sprit? Der Drescher. Drescher tatsächlich, aber der müsste erstmal noch reichen. Traktor zurücksetzen. Na, der blinkt schon rot, also. Ja. Der blinkt schon rot? Würde ich sagen, gehst du mal tanken, oder? So, können wir einmal unsere Weize verkaufen. Gott, Zeit. Meine Güte. Kann aber. Oh, ja. Bitte. So, dann. Ja, müssten wir jetzt eigentlich einen Sammelwagen und einmal Ballen hochfahren. Aktuelles Problem. Warum haben wir jetzt die Grasfelder eigentlich gemacht? Totaler Blödsinn war das. Wieso? Naja, weil jetzt haben wir nichts, um die zu ernten. Ach so, nicht. Wir könnten uns ja was kaufen. Das ist halt wirklich die Frage. Im Grunde genommen, ja gut, wir haben halt nichts zum Trocknen. Obwohl, ganz ehrlich, Ladewagen und Schneidwerk, Gras einlagern. Und bei nächster Gelegenheit kaufen wir uns einen Wender. Dann schmeißen wir das irgendwo auf den Haufen, fahren mit dem Wender da dreimal drüber und sammeln es direkt wieder ein. Ja, wäre eine Option. Nochmal, ich hab's. Sorry, ich war gerade ein bisschen AFK im Kopf, weil ich hier gerade was gucke. Wir kaufen uns erstmal nur Schneidwerk und Ladewagen haben wir ja eh. So, dann holen wir einfach das Gras rein, schmeißen das ins Silo. Und bei nächster Gelegenheit kaufen wir uns einen Wender, holen das Gras aus dem Silo, kippen das auf den Berg, fahren dann mit dem Wender drüber, dass es Heu wird. Und lagern es wieder ein. Ich glaube, für uns wäre viel geholfen, wenn wir Silage machen würden. Ja, brauchen wir nur ein Silo. Kriegen Kühe eigentlich 100% auch mit reiner Silage? Nein. 70. Ich muss jetzt mal Folgendes machen. Ich muss jetzt mal die gemieteten Sachen, und zwar unseren Dings abgeben. Dass ich mir einen Ballentransporter holen kann. Geht nicht anders. Ja, Heutrocknen gibt's nicht, ne? Nur als Mod. Ballen. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist los? Den Drescher kann ich nicht abtanken. Wieso? Weil ich das Rohr nicht ausfahren kann. Er sagt, du sollst das Fahrzeug betanken. Hey! Dann setz das Ding zurück jetzt. Achso, ist dann der Dings, der Inhalt weg? Ja. Warte mal, ganz kurz. Ne. Das kann doch nicht sein, oder? Blüffers? Tatsache, verdammt. Geht kein Sprit rein. Nee. Schande. 10.000 Liter Hafer. Das ist scheiße. Warum geht denn das Rohr nicht raus, sag mal? Krieg mal das Rohr jetzt raus. Damit? Was kann ich denn? Ja, fahren kann er noch.
Ja, dann fahr doch zum Silotank ab. Nein, der ist leer. Ach, der ist komplett leer? Ja. Verdammt. Bräuchten wir jetzt eigentlich einen Tankwagen? Was kostet ein kleiner Tankwagen? Tankhänger. Das ist doch nicht normal, ey. Der PKW-Anhänger. Das ist so ein kleiner PKW-Anhänger, ja. 30.000. Ich weiß nicht, ob es sonst noch irgendein Fass gibt, wo man Sprit reinkriegt. Oh, ich bin gerade Kopf. Ich mache hier gerade Ballen. Tut mir leid. Ja, das Problem ist beim Zurücksetzen der Dings, ist beim Zurücksetzen der Inhalt weg. Ja. Das ist ja das Problem. Oder du unterbrichst die Ballen kurz und mietest dir schnell so einen Dingenshänger. Ja, ich muss die Ballen jetzt einmal hochfahren, dann kannst du den zurückgeben und kannst den Anhänger mieten. Ja. Geht nicht anders. Müsste ja irgendwie. Was kostet denn der in der Miete? Weil wir müssen jetzt abwägen, was mehr Sinn macht. 10.000 Liter versus 1.500. Kostet ja in der Miete. Mit Seilwinde abschleppen. Nee, ich glaub nicht, dass das geht. Das geht nicht. Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Oder so. Nee. Guck mal bitte, ob ein Stall fertig ist. Nee, war nicht, glaube ich. Ich glaube 10, oder? 80%. 10 erst, ja. 80% einer. Was macht man jetzt? Ich würde ehrlich gesagt die Ballen runterfahren, das Ding kurz zurückgeben und dann so einen Hänger, weil bringt ja nichts. Wir müssen das Ding ja irgendwie wieder zum Laufen kriegen. Das Blöde ist halt, dass du aus dem Traktor nicht überpumpen kannst. Was bringt 10.000 Hafer? Moment. 500. 5000. Die 1000 Liter. 5000, also 5000. 600. Ja, alles gut. Ich bin gleich oben. Nicht. Was? Ich bin gleich oben, dann könnt ihr mieten. Chrissy hat ihn geschoben mit Traktor? Kann sein, ja. Probiert's mal. Ich meine, ihr steht doch jetzt eh dort und könnt nichts machen. Fahrt dann Traktor mal rein und schiebt mal. Ob's geht und wie schnell es geht. Warte, ich häng auch mal ab, dann schieben wir mit zwei Mann. Frage ist halt, ob das halt funktioniert, ne? Nicht in die Frucht rein. Das ist schon ein Koloss. Wie viel kmh kommt ihr? Null. Super! Das funktioniert. Der ist halt voll bis oben hin, das ist das Problem. Ja, lass uns mal versuchen, den von hinten zu drücken, oder? Na, hinten dran und schieben. Ja, nee, ich meine erstmal hinten gegen die Achse, damit wir den drehen. Ja, ich würde ihn aber so rumdrehen. Ja, ich glaube, aber Leute, das ist eine wilde Nummer. Ich bin jetzt gleich am Hof. Wie lange soll das dauern, bis er an der Tanke ist? Ja, gut, das stimmt auch. Ich bin jetzt gleich am Hof, holt den kleinen PKW-Tankwagen. Ihr könnt gleich einen 3, setzt schon mal einen Deutz zurück, der ist der schnellere. Hau da 2000 Liter rein und fertig ist. Dann tanken wir einmal alles durch und dann geben wir den wieder zurück. Oh, mies. Ja,
Warte, Moment. Ja, wir müssen auch dringend weiterdrechen. Das geht nicht anders. Ich weiß, Leute. Ich hätte auch gerne noch eine Fuhre geholt hier. Nein, hör doch auf. Brech doch ab. Warte mal. Haben wir eine platzierbare Tankstelle? Auch Haufen nee. Geld kosten. Gibt's nicht. Klar, gibt's sie. Gibt's ja im Originalspiel schon. Sicher? Ja, na klar. Ich hab keine gefunden. Doch. Billigste kostet 5.300 und kann 5.000 Liter laden. Bringt uns jetzt auch nichts. Drescher kommt ja auch nicht. Bringt doch nichts. Da musst du ja was einlagern. So, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich fahre jetzt noch eine Ladung. Das nützt sich. Ich muss noch eine Ladung Dings fahren. Setz mir mal ein Deutsch zurück, bitte. Da steht schon in der Mitte. Wo ist jetzt der Anhänger? Hä? Seht ihr den Anhänger hinter dem Traktor? Weil ich kann den Anhänger nicht zurücksetzen. Achso, warte mal. Jetzt hab ihn. Deutsch steht schon in der Mitte. Kann mir bitte eine Heubahn kaufen? Hm. 8, 14. 14 Stück. Bitte, ja. Ein 8er, ein 6er. Passt, danke. So, die fahre ich hoch, dann könnt ihr tanken. Du fährst mit dem Deutz runter, oder? Der Deutz ist da unten. Wie meinst du es runter? Schon gut. Ja. Gut. Ach Mensch, ey, so ein Mist. Kacke. Das wirft uns gerade ein halbes Stündchen zurück. Gerade jetzt in der Ernte. Mist. Welches Feld ist noch reif, was wir kaufen könnten? 19, 17, 11. Dann kauft doch mal die 17 noch derweile. Dass wir schon mal wieder noch ein Feld haben. Perfekt. Ja, oder was machen wir, Jungs? Ziehen wir durch jetzt. Naja, Chaos ist nicht, das mit dem Sprit ist halt, doof. Leute, das ist halt, ne, das kostet uns gerade Zeit. Hat jetzt nichts mit Chaos zu tun, ist halt einfach nur blöd, weil wir jetzt genau in dem Moment natürlich auch Ballen holen und jetzt einen blöden Tankanhänger brauchen, aber that's it, so ist es halt. Kann man nicht ändern, müssen wir halt eben warten, ist halt gerade Stillstand, nützt nichts. Beim Zurücksetzen bekommt man ein bisschen Sprit gratis, das ist richtig, aber es ist leider auch 10.000 Liter Korninhalt weg, weil wir es nicht mehr schaffen, den Drescher auszuklappen. Wenn wir den natürlich noch irgendwie aufkriegen würden, dann wäre es natürlich ganz super duper, weil dann könnte man den abtanken, zurücksetzen und dann wäre das Ding gegessen. Dann fährt er einfach selber an der Tanke vorbei. Aber funktioniert nicht. Deswegen muss es leider so laufen. Marc, kannst du mal das Schneidwerk ein bisschen rüberschieben? Ja, der Drescher muss dann gewartet werden. Nach links, ja. Okay, dann ganz kurzer Hinweis. Wir werden den jetzt einen Tankwagen gleich kaufen, werden den Drescher betanken, dass wir weitermachen können. Und dann werden wir den Drescher aber nicht noch zusätzlich zurücksetzen, um ihn zu warten. Ah, verdammt. Warte. Aber der Server läuft heute bedeutend besser, finde ich. Ich finde, wir haben immer noch nicht die Geschwindigkeiten, die wir sonst haben. Aber es läuft bedeutend besser in meinen Augen. Mich sonst reinschieben? Ja, ich versuch's mal. Ich kann noch nicht mal lenken. Das ist auch geil, habt oder? Ihr mal probiert mit Strohhalm und Rübersaugen vom Traktor? Ja,
Der Schlauch habe ich in der Kabine liegen, aber... Ja, zutsch an, Junge! So, habe ich letztes Mal eine Rüttelplatte. Ich sag dir, ich habe so eine 100 Kilo Rüttelplatte mir damals gekauft beim Hausbau. Und der Opa so, ja, ich sag, hast du noch Sprit, Opa? Bleib frei, ganz normal. Der, ja, hinten hier, da bei dem Rasenmäher, da steht kleiner Kanister, kannst du nehmen. Naja, habe ich 5 Liter reingeschüttet. Dann kam nur noch schwarz, dann ging der Motor, dann kam wieder schwarz, dann und dann war alle. Also aus. So, musste ich die 5 Liter da wieder rauskriegen. Weil da war irgendwas drin. Ich nehme an, es war gemischt, da war Öl mit drin, irgendwas, keine Ahnung. Marc, probier mal, ob du anhängen kannst. Nee, nimmt dann nicht. Ganz komisch. Ah, hab ihn. Ah. Räderchef. Ich möchte einen Kommentar vorlesen. Räderchef schreibt, sag mal, Leute, versteht ihr das Ziel des Projekts nicht? Es geht darum, mit so wenig Geld wie möglich viel Geld zu generieren. Da kann man nicht einfach allen möglichen Unsinn kaufen. Danke. Fahr mal daneben beim Anhänger. Ja. Amen. Ist da ausgeklappt? Wahrscheinlich ja. Du musst aber daneben stehen. Fahr einfach durch die Frucht hier, die 3 Meter. Sag nicht, ihr habt den jetzt ausgeklappt. Der klappt gleich aus. Okay. Hey. Warte. Also ich gebe jetzt unseren Gemieteten wieder weg. Also ihr könntet was Neues mieten. Wenn ihr den nicht brauchen solltet, würde ich wieder nennen... Du bist nicht runter. Was? Du musst ein bisschen näher ran. Ja, ich bin dabei. Ja. Tank, könnt ihr abtanken oder nicht? Er will nicht so wirklich, ne? Ich glaube, der Motor muss laufen zum Abtanken, ne? Nur zur Info. Ja, schon klar. Oh, warte mal, jetzt kam da was raus. Ja. Stoppst du den immer? Ja, ich darf ihn ja nicht benutzen. Ach so. Ja. Gib her den Haufen. Hier. Da mal ein Stück vor. Fahr ihm vielleicht mal vor die Nase so ein bisschen. Fahr mir mal genau vor der Schnauze. Der Anhänger drunter ist, aber. Der ist nicht drunter, der Anhänger ist nicht da. Ich hab leider nichts hier. Immer noch nicht? Jetzt stehst du im Weg. Ja, eben. Ja, deswegen macht er aus. Ach so. Oh, das ist mir ab. Der Anhänger ist zu weit weg. Marc, du stehst mir vor der Schnauze. Fahr da einfach mal jetzt gerade neben dem Ding unter das Rohr. Bitte. Mach ich ja, aber er fährt ja weiter. So. Not. Hey, ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner.
Weiß nicht, was der hier macht, der mit seinem... Dino und der das Drescher-Rodeo. Ich krieg den einfach nicht an, Marc. Ich weiß nicht, was da los ist. Der zuckt immer mal kurz, aber der will nicht. Weiß aber auch nicht, was ich machen soll, ey. Jut. So. Ich geh da mal tanken, wa? Nee, ich mach schon, alles gut. Ich will mal gucken, was die Reparatur kostet. Stop. Boah. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao, war eine wilde Nummer. Ciao. Ciao.